Hallo und herzlich willkommen von Womo Adventure, diesmal fast live von der Abenteuer Allrad in Bad Kissingen. Der erste Tag, Mittwoch, und ich nehme euch jetzt mit hier hinein, die Anfahrt und dann auch, wie es hier aussieht, in Bad Kissingen auf der Abenteuer Allrad Messe, da wo alle stehen. Okay, dann lassen wir los. So, hallo zusammen. Jetzt endlich ist es soweit, Bad Kissingen, wir sind unterwegs. Ich und, wie heißt du schon wieder, Sandra? Sandra. Nein, war ein Witz. Ich und Sandra, ich kenne den Namen schon, aber ich bin ein bisschen alt, ja. Vergesst also, nee, humorvoll, wisst ihr ja. Also, wir fahren jetzt endlich nach Bad Kissingen und es ist Mittwoch. Gegen Mittag. Ich habe schon Videos gekriegt von Leuten, die da sind. Die stehen jetzt alle schon hinter dem Lidl. Ich weiß nicht, gehört das schon zum Gelände oder noch nicht. Ich hoffe, ich kriege jetzt da auch noch einen Platz, weil dann doch schon einige da sind. Ich weiß aber nicht, ob das außerhalb oder innerhalb ist. Ich werde es sehen. Auf jeden Fall freue ich mich jetzt, weil normalerweise bin ich ja meistens am Reisen und bleibe nicht extra wegen einem Treffen hier. Deswegen bin ich jetzt zum ersten Mal da und habe mich schon immer wieder Leute gefragt, ob ich auch komme. Aber ja, letztes Jahr war es ja sehr spät im Herbst, da war es mir zu kalt und extra noch länger zu warten bis Ende Oktober. Hatte ich keinen Bock, vorletztes Jahr war es, glaube ich, abgesagt. Naja, und sonst war ich meistens am Reisen oder irgendwo zu weit weg, wie auch immer. Aber jetzt ist der glorreiche Tag und wir fahren jetzt dahin. Okay. So, ich hoffe, der Ton wird diesmal rechtzeitig aufgenommen. Willst du auch noch was dazu sagen? Ja, ich bin total mega gespannt, wie das nun bei der Allrad hier sein wird. Ich war da noch nie. Genauso wie René, der war auch noch nie dort. Ich finde es... bestimmt ganz, ganz tolles, cooles Event. Also ich freue mich mega. Ja, gut. Also dann, ich werde berichten. Hä? So, Bad Kissingen, jetzt im Streckenverlauf einen Kilometer voll. Die Bundesstraße. Verlauf von 71. So, wir kommen der Sache schon näher. Da ist auf die 71 Bad Kissingen. Wir sind bald da. Ja, es ist 28 Grad draußen und das Geile ist, da hinten läuft die Klimaanlage und da ist schön kühl, da kommt schön kühle Luft von hinten nach vorne. Wenn ich da rechts ein bisschen das Fenster offen habe, zieht es schön durch und sie ist jetzt schnell nach hinten gegangen, um was zu essen zu holen. Das ist der Vorteil, wenn man einen Durchgang hat. Sind wir gleich da. Die ersten sehe ich schon durch den Tunnel. Mittwochmittag und es ist schon pumpenvoll. Rechts abbiegen auf im Lindes. Ich bin drin und bin an der ganzen Kolonne vorbeigefahren als Journalist. Darf ich das, haben sie gesagt. Gleich zur Kasse, die wussten gleich Bescheid. Tipptopp und jetzt suche ich mir einen Platz. Die Leute sind schon seit Sonntag da, hatten sie mir gesagt. Es gibt noch Plätze, aber das ist ja Wahnsinn. Also ich nehme euch jetzt einfach mal mit, in der Hoffnung, dass ich da hinten einen guten Platz finde. Also, ich bin nicht der Einzige, der da nach hinten will.
Glück! Mit dem war ich hängen geblieben in Marokko. Okay. Das war der Georg, ihr hört ja auch da zu. Da wäre Platz. Ich bin da ein bisschen am Rumrangieren, hab da noch einen Platz gefunden. Ja, gut. Der wird ganz klein. Stellst du dich neben den da, der kann sich dann auf die andere Seite. Will da noch einer hinter vorne genommen werden? Ja, ein bisschen Platz holen wir. Der will das ein Zelt machen. Müssen wir schon weiter rechts. So. Jetzt bei dir. Und da drüben hast du noch viel Platz. Und kommt noch eine bei dir? Kommt keine? Ja, ja, gut. Stehe ich schon gerade? Ziemlich, hä? So, ich hab's geschafft. Ich stehe jetzt da, habe einen Platz gefunden. Super Platz, direkt am Fluss. Und da sind alle Variofahrer hier, die sind bereits schon da gewesen. Jemand hat mir den Tipp gegeben, der Wolfgang, und die sind jetzt schon hier. Und jetzt konnte ich an allen vorbeifahren, dank dem, dass ich mich als Presse akquirieren lassen habe. Ich glaube, so heißt das Fremdwort. Und da konnte ich die ganze Schlange überholen. Vorne wussten sie gleich Bescheid, ich bekam meine Tickets. Kurtaxe musste ich bezahlen, für jeden Tag 10 Euro. Für zwei Personen und ja, nur den Apfel muss ich beißen, aber es ist okay. Und jetzt stehe ich hier und gehe jetzt mit euch auf eine Runde. Aber zuvor zeige ich euch jetzt noch den Platz hier, wo ich stehe. Ja, da hinten sind ein paar Schweizer, die mich schon gekannt haben. Die kennen mich nicht und ich sie auch nicht. Hier kenne ich, das ist der Schorsch und noch der Wolfgang und dann. Ja, alles alte Vario-Hasen. Und ich bin da hinten ein bisschen diskreter, sage ich mal, weg von der Frontlinie. Ja, und jetzt gehen wir mal die Gegend erkunden. So, heute ist ja Anreisetag und jetzt kommt einer nach dem anderen. Man wurde übrigens schon viel früher reingelassen. Wie ich gehört habe, sind ein paar bereits schon am Sonntag hier gewesen. Haben natürlich die besten Plätze. Hier hinten war am Anfang noch frei, haben sie mir gesagt. Und jetzt, der Schorsch läuft gerade aus der Kamera, weil der will nicht gefilmt werden, hat er gesagt. Und weg ist der. Die Angie hat nichts dagegen, weil die ist ja genügend schön, gell? So, und jetzt gehen wir mit euch auf eine Runde. So, also ich nehme euch jetzt mal kurz mit. Auf eine Kurztour. Hier. Es ist, was haben wir heute? Mittwoch. Mittwoch, ja. Nachmittag und es ist schon ziemlich voll hier. Hier sind noch die Jeeps. Also da geht es also ganz weit hinten am Fluss entlang. Jetzt muss ich die Kamera wieder richten und da schütte ich bis da nach hinten, da ist fertig. Fuß aus dem Schlagball. Ole Mone, ich bin schnell hier angehalten zum gucken, ob der Ton drauf ist und die kannten mich gleich. Jetzt sind sie schnell auf dem Film. Hallo Ole und Mone, danke fürs Zuschauen bei mir und tschüss. So, das beste Fahrzeug.
was man haben kann. Also ich bin ja fast ganz hinten, aber nicht ganz. Ich fahre jetzt da an mir vorbei. Da links stehe ich und fahre jetzt ein bisschen schneller und hoffe, dass der Ton gut ist. Aber ich habe mal zwischendurch gehört, er hat aufgenommen. Das weiß man nie bei der Technik. Ja, jetzt fahre ich mal da oben durch. Pressekonferenz habe ich verpasst. Bin zu spät. Die ist längst vorbei. Die machen jetzt, glaube ich, einen Rundgang. Ich fahre jetzt einfach mal rum und dann sehen wir. Also ich bin jetzt ganz nach oben gefahren. Und auch hier stehen ein paar. Die lasse ich jetzt aber raus, weil es ist wirklich schon ziemlich voll. Und wir sind erst am Anfang. Es geht eigentlich jetzt richtig los, ab morgen. Aber sie stehen da überall schon, die Leute. Und ich gebe euch einfach mal einen Überblick. Oh, Solarpanel fast reingefahren. Also Platz hat es noch genügend. Aber da ist schnell voll. Bis morgen Abend ist es hier vorbei. Denke ich, mit Platz finden. Also da hinten hat es auch noch ein paar. Ja, da ist die ganze Fläche noch frei. Also es hat noch Platz. Die besten Plätze sind natürlich im Schatten, wenn man keine Klima hat wie ich. Das ist der Vorteil, die Sonnenplätze sind immer am Schluss voll. Und ich stehe ja voll an der Sonne, Klima läuft, schön 22 Grad drin, zum mich dann abkühlen, aber auf dem Fahrrad geht es eigentlich auch. Also. Es kennen mich natürlich immer wieder Leute, egal wo ich hinfahre. Und ja, freut mich natürlich, euch auch mal zu sehen, ein paar von euch. Seid also gegrüßt. Ich hoffe, ich lade das Video bereits heute Abend schon hoch, damit ihr einen Überblick kriegt. Und dann folgen noch mehr Videos, weil es ist ja interessant. Und für alle die, die nicht dabei sein können, nehme ich so mit ein bisschen. Ich bin ja auch das erste Mal hier und es ist schon ein Erlebnis, muss ich sagen. So, jetzt kommen wir zum Eingangsbereich. Ich schwenke mal die Kamera. Und hier stehen sie an. Ich bin dann allen links vorbei. Wie schon gesagt, offiziell, sie haben mir das gesagt, soll ich so machen, damit ich da reinkomme. Also hier ist der Eingangsbereich, hier kann man die Tickets kaufen, es ist nicht ganz günstig, was sagen Sie, ich glaube 165 Euro für die Tage bis Sonntag, zwei Personen, ja, happig, aber ja, das kostet halt alles ein bisschen die Infrastruktur. Jetzt gehen wir gleich rechts nach dem Eingang, das ist hinter dem Aldi. Schauen wir mal, wer alles da ist. Also die kurilsten Fahrzeuge. Hier ist eins. Da mit Hebedach. Hier ist ein kuriles Teil. Extra Runde, nur im Schnelldurchlauf für euch. He? Und hier geht es dann wieder zurück. Ui, da ist ein riesen blauer Bus. Also, wenn ihr nicht wisst, was kaufen, ist hier die Gelegenheit, um hierher zu kommen. Und da hat es wirklich alles dabei, egal was. Ihr werdet es herausfinden, wenn ich dann auch kommt. Ja, hallo. So, da ist der Andi. Und ich
Ja, es ist toll, he? Also, jetzt sind wir wieder auf der Straße. Dann gleich wieder rechts rein. Aha, hier ist die Partymeile, die kleine. Hier gibt es sicher Bier. Und bereits schon Festzelte hier. Also es läuft. Es läuft. Alles da, he? Also sogar ein paar Flaggschiffe sind hier. Vermutlich Offroad-Fans zumindest. Jeden das seine, nur mir das meine. He? Da ist auch wieder ein super Teil. Ja, ja, mit dem kommst du überall durch. So, und hier bin ich ja reingefahren. Das haben wir bereits schon mal entdeckt. Was? Was? Schlaft er? Du, da ist jemand da für dich. Ich glaube, ein Schweizer. Ja. Der hat einen Schweizer Dialekt. Wo du durchgefahren bist. Ah, okay. Ja, ich bin ja gerade da hinten. Oder warte. Ein bisschen weiter, glaube ich. Ja, nächstes Feld. Ich glaube, du kennst den Schorsch schon ganz gut, oder? Hä? Du kennst den Schorsch schon ganz gut, der muss in der Hose anziehen. Ja, ja, der muss. Ja, ja, ich kann einen Schweizer nicht nachts empfangen, der ist ja nicht einmal in der EU. Die haben gar nicht. Nein, super, aber so, hätten wir Dinge können. So, jetzt kannst du schmutzig reden, ich habe abgestellt. Ja. Ja, das hat schon mal eine Frau gesagt, aber mir fällt nicht schmutzig reden. Nein, ehrlich. Die Tage doch immer. Du, wir haben mal miteinander, ich war ein Fernfahrer, weißt du, und da haben wir miteinander Freundin gehabt. Und der andere, der Wolfgang, der hat so richtig geschmutzig daherin gekommen. Ich hab halt immer normal Sex gemacht. Ich hab einfach nicht so verbal, ja, ich hab das anders ausgleichen müssen. Das ja, ist gar ja. nicht so einfach. Ja, ja. Danach. Ja, das war schon eine Geschichte, wir haben uns in der Sahara kennengelernt. Oh, was kommt denn das Schönes? Ja. Was hast du denn angestellt, dass du den kennen musst? Nein, wir kennen uns und wir haben uns zufällig kennengelernt. Nein, nein, nicht zufällig. Du hast meinen Blog gelesen damals und hast gefragt, wo ich bin. Und dann habe ich gesagt, kommst du daher? Ich bin an der warmen Quelle da und dann kam der Lockdown. Und dann wurden wir uns nicht mehr los. Boah, das Leben ist so grausam. 3 Wochen. Nach 3 Wochen hatte ich es da oben. Ich bin noch länger geblieben. Ja, du kannst das, ich nicht. Ich muss reisen. Ja, wir können aber alle nicht überwollen. Aber es war eigentlich die schönste Zeit. Also eine sehr gute Zeit. Ja, es war eine schöne Gemeinschaft. Ja, ja. Multikulti. Genau. Aber gut, das hat fast ich meine, ich bin ja dann geblieben, weißt du, und da war echt jeden Tag fast, jeden zweiten Tag ein Samstag. Echt noch? Ja, eben. Auto als in der Sahara, weißt du? Ich wusste einfach, auf die Fähre musst du nehmen, ja, weil das ist die einzige, die geht. Ja, ja. Das wusste ich einfach ich vorher. Ja über Genua raus. Aber die anderen, wo sie verkauft haben, die sind ja alle nicht gefahren. Erst einen Monat später wie die nächsten, dann noch einen Monat. Ja. Also aber das weißt du nie, welche geht. Nein, nein, du gehst gar nicht. Da ist ein Fluss. Ja. Gerade nach der Kläranlage ist alles geklärt. Ist alles schon geklärt, muss nichts mehr klären. Aber nicht reinscheißen. Aufgeschissen. Und keine hämatomischen Stoffe nicht. Weil ich stehe weiter unten, gehe abbaden. Von nicht der Schnauze. Wir hatten einen, Was, du bist doch eine Badenutte, oder? So ich Typen wie dich und die so aussehen wie du, die mach ich gar nicht. Ich geh halt schwimmen. Ja. Na, geh halt schwimmen. Was soll ich machen? Übrigens, da hinten gibt es einen Einstieg. Schön. Hab ich gesehen, ja. Und da vorne bei mir gibt es einen Ausstieg. Ausstieg, ja. Gehst du mit? Ja, aber schwimmen nicht so weit, das kannst du in die Donau münden. Oder? Keine Ahnung. Also, hey. René, wir sehen uns. Ja, ja. Ciao, bitte. Tschüss. Bitte. So, also. Ein schönes Band, hallo. Muss ich da irgendwie wieder raus, hä? Da unten durch.
Also ich glaube, ich kehre jetzt um. Da sind noch ein paar Dickschiffe. Ah ja. Hier waren wir schon. Jetzt muss ich meinen Camper finden. Also ich bin da hinten. Da hinten stecke ich. So, da ist mein Plätzchen. Also das war ein erster Eindruck von der Abenteuer-Allradmesse. Und ihr seht hier, super, wunderbares Plätzchen. Bei außen 38 Grad braucht es echt eine Abkühlung. Ach, bist du gut. Ja, das reicht. So macht der Sommer Spaß. Und die Adventure Allrad natürlich noch mehr. Abkühlen! Ja. Oh, ist das kalt hier! Gott! Mann oder Memme? Leck, ist das kalt hier! So! Ah, Wasserklimaanlage! So, jetzt habt ihr einen kleinen Einblick gekriegt von dem, was hier so läuft. Und ich bin jetzt hier schön am Abendessen und schneide gleichzeitig Video. Nachher muss ich noch schnell einkaufen, weil morgen ist alles zu. Aber damit auch die, die nicht hier sein können, etwas davon haben, mache ich jetzt bereits schon das erste Video heute jetzt. Hoch, also bereits in einer Stunde könnt ihr es ansehen. Und ja, es gefällt uns hier sehr. Es ist viel Gemeinschaft, viele kennt man sich und es ist schön hier. Ja, also dann, ich melde mich dann wieder. Mal schauen, wann das nächste Video kommt. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ihr habt jetzt Einblicke gekriegt von hier und Daumen hoch. Wir sehen uns. Tschüss.